l'histoire de Jesse James. Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang. J'ai connu Clyde au temps. Oh, das ist ja mal da! Schau, da war zu sein, ich stand unten hier. Il faut croire que c'est la société. Ja, gut, aber dann komm mit und bleib dicht hinter mir! Ich nehme einfach die Taschenlampe! Hey, das ist die beste Idee, die du heute hast. Was? Lampe? Wo? Die Taschenlampe? Wie? Hinter mir? Wo? Die Lampe? Was? Hä? Ah, nimm sie runter! Pass auf! Du suchst jetzt Lichtschalter. Ich passe auf, dass keiner kommt, okay? Chantal? Ja? Das Licht ist an. Ich weiß. Ja, du kannst die Taschenlampe jetzt ausmachen. Okay, mach ich. Und es ist keiner hier. Ich weiß. Ja, du brauchst dich zu flüstern. Ich weiß. Ich weiß. Ist ja ein ganz nettes Plätzchen hier. Wo sind wir hier? Keine Ahnung, scheint ein altes Lager zu sein. Jedenfalls stehen hier überall Schuhkartons. Weißt du, was ich glaube? Hm? Wir sind in einem Schuhlager. Was du nicht sagst. Naja, jedenfalls war's das mal. Ob da wohl noch Schuhe? Natal! Chantal, keine Schuhe. Ich möchte aber Schuhe. Wir haben Geld. Wir sind reich. Was glaubst du, wie viele Schuhe wir uns dafür kaufen können? Ja, hunderte. Ach, tausend. So viele? Ja, und jetzt tu mir einen Gefallen. Lass die Kartons in Ruhe. Na gut. Das ist das ideale Versteck für uns. Hier können wir den Zaster verstecken und warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Und dann holen wir uns das Geld und nix wie ab nach Vegas. Genau, nach Las Vegas. Las Vegas, das heißt Los Angeles, aber Las Vegas. Ist doch egal, Las Vegas. Ah, ich freue mich schon auf die einarmigen Banditen. Ich dachte, wir fahren hin, um zu heiraten. Ja, das auch, habe ich dir doch versprochen. Und dann nichts wie ab nach Hawaii, nur noch Sonnen, Palmen, Strand und Geld. Viel, viel Geld. Und wir beide. Ja. Wir zwei am Strand. Ja, wir zwei am Strand. Naja, jedenfalls. Aber das über diese anderen Idioten, hast du das gehört? Nein. Du hast doch gerade mit mir Radio gehört, oder? Ja. Da haben irgendwelche Idioten eine Bank überfallen und anstatt der Beute haben sie die Tüte mit den Einkäufen irgendeiner bescheuerten Kunden. Was? Wie blöd, das muss man doch merken. Was glaubst du, was sie für Augen machen, wenn die nach Hause kommen und feststellen, dass in der Tüte gar kein Geld ist, sondern? Da sind nur Schnellgerichte drin und Kaffee und Klopapier. Ja, so ähnlich. Trotzdem, merkwürdig. Was denn? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bank immer noch auf dem Boden liegen. Ich weiß. Die dürfen in den Nachrichten immer nur über einen Überfall berichten. Ja, sie sind uns auf den Spuren und wollen, dass wir uns in Sicherheit liegen. Naja, egal. Die fanden die Nachrichten über die anderen einfach viel lustiger als über uns. So blöd kann man doch gar nicht sein. Du musst zugeben, das würde nicht mal mir passieren.
Nein, Schätzchen, das würde nicht mal dir passieren. Und jetzt holen wir die Tasche rüber. Ich will sehen, ob sich das Ganze gelohnt hat. Und wenn es genug ist, dann geben wir den anderen Bankräubern was ab. Ach Quatsch, ja. Wir geben den Chips, wie man das richtig macht. Ja, dann komm. Ja, oder pack aus. So. Echt? Ja, dafür sind wir doch hier, oder? Ich will wissen, ob sich das Ganze gelohnt hat. Lea. Weißt du, was ich glaube? Ja. Uns ist genau das gleiche passiert wie den anderen Bauern. Wir haben auch die falsche Tüte genommen. Mein Plan war ausgesprochen genial. Was ich nicht einkalkuliert hatte, war, dass du mit dieser ausgesprochenen Dummheit gesegnet bist. Weißt du was? Wenn die uns jetzt schnappen, dann wandern wir in den Knast, weil wir mit vorgehaltener Waffe Kaffee und Klopapier erbeutet haben. Und zwei Schnellgerichte. Was? Wir haben noch zwei Schnellgerichte. Oh, das hatten wir ja fast vergessen. Das schwächt die Sache ungemein ab. Ich hatte eh vergessen, fürs Wochenende einzukaufen. Ja, da haben wir sozusagen ein Schnäppchen gemacht. Hättest du gar nicht einkaufen gehen müssen. Wir wären essen gegangen, hätten uns durchaus leisten. Wo? Was? Wo wären wir essen gegangen? Ja, das ist jetzt völlig egal. Wir haben kein Geld. Aber dafür zwei lecker Abendessen und wir können Kaffee trinken, bis er uns zu den Ohren herauskommt. Und wir brauchen keine Angst haben, dass wir nichts haben, mit dem wir uns den Hintern abwischen können, wenn wir auf dem Klo sitzen. Warum machen wir das nicht einfach nochmal? Was? Ja, eine Bank überfallen. Da ist ja nicht so, dass wir im ganzen Land wegen Banküberfall gesucht werden. Möglicherweise dieselbe Bank mit der gleichen Masche noch einmal. Ja, warum denn nicht? Hast du das gehört, Bonnie? Ja. Und, was sagst du dazu? Weiß nicht. Bonnie, wir schlagen sofort wieder zu. Was? Wir schlagen gleich wieder los. Was? Jetzt mal langsam zum Mitdenken. Ich hatte doch heute Morgen die geniale Idee, die gleiche Bank nochmal zu überfallen. Willst du dir jetzt lassen?